Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms. Ja, wir haben hier Action in der Höhle, viele Diamanten und viel Abenteuer. Vor allem sieht immer anders aus. Ich liebe den Mod so. Als ich den ersten Mal gesehen habe, habe ich schon richtig geile Pläne, so viel Steine einfach zu bauen. Das fehlt einem extrem in Minecraft Vanilla. Und ja, das sieht schon krass aus mittlerweile. Da wurde schon ein bisschen weiter gemacht. Aber ich kann nicht sagen, was neu ist. Viele Steine sind neu, ja, aber nicht welche. Was ist alles? Es sieht einfach alles cool aus. Jeder Stein sieht für mich irgendwie sehr passend, sehr groß aus. Also, wie sagt man dem? Ja, eben, jede Farbe ist dabei, sozusagen. Sehr, sehr vollständig. Genau, vollständig. Haben wir überall Lava? Aber keine Diamanten. Ja, das Gold, das brauchen wir jetzt noch nicht so dringend. Lieber hier runter. Naja, dann lieber das ja Gold mitnehmen. So. Gut. Dann nehmen wir doch das Eisen auch noch mit. Weil wir doch recht viel Eisen brauchen für verschiedene Sachen. Aber das werdet ihr dann auch noch sehen. Also einen ist sicher der Amboss, klar. Auch wenn wir den Amboss dann nicht so dringend brauchen, nur zum Reparieren. Nicht zum Zusammenschmelzen. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, welche Richtung ich alles gehen soll. Ja, eigentlich in die Richtung, ja. Da waren wir am. Also als zuallererst. Aber noch nicht vollständig. Du hast irgendwie ganz knapp daneben geschossen. Sah aus, als würde man durchschießen. Also, dass es Durchgeschoss wäre. Die dunkle Höhle des Granites. Dolomiten. Granit. Wie viele hat sie hier? So, boah, danke schön. Klar, noch ein Creeper hinten dran. Da oben nochmals ein Enderman. Und dann noch der Schleim. Ja, Enderperle. Du musst nicht runterfallen. Dann kleiner Creeper. Kleiner Zombie. Oh. Dann sag mir mal, wo du bist. Da unten drunter? Wo bist du denn, Skelett? Toll, da. Ja, ja. Brauchen wir nicht unbedingt. Der müsste gleich hier unten drunter sein. Da ist was. Nein, sah nur so aus. Können wir ein bisschen graben. Okay.
das nicht so leicht einen zu finden. Danke, Erde. Der ist da drüben. Okay. Ja. Kann es jetzt echt nicht sagen, aber da unten drunter muss was sein. Das ist wieder lauter. Ja, dann gehen wir mal hier runter. Können wir ein bisschen Erde farmen. Wow. Das ist wieder verschwunden. Toll. Jetzt ist er endgültig verschwunden. Macht nichts. Schleime findet man dann in den Sümpfen genug. So. Gehen wir wieder nach oben. Haben wir nichts gefunden. Ah, da oben ist er. Ja, toll. Ich jetzt das Wagen dort hochzubauen. Der hört immer noch unten an, aber ja, eben, wenn man die Richtung nicht erkennt, weil genau deswegen wollte ich eigentlich ja auch nicht nach oben, weil ich immer runtergeschossen werde. Cool, jetzt kann man das einfach so machen. Dankeschön, Schleim. So. Kein Schleim mehr dort oben. Nö. Dann gehen wir weiter. Ja, noch genug zu machen. Da haben wir auch wieder einen Krieger. So, denn ja. Naja. Wird wahrscheinlich nicht groß sein, ja. Aber wir können so nach oben. Cool. Nett. Schalenstein. Das ist grauer Stein, der sehr schnell abbaubar ist. Nicht sehr zäh, nicht sehr. Wie sagt man dem? Stabil. So. Ja, dann nehmen wir das Gold auch mit. Gut, da auch wieder Gold, schön, schön, aber eben nicht so Ertrag, also, weil eben Gold nicht so wert hat. Ich hätte gerne, dass Gold mehr wert hat. Könnte es auch werten, wenn ich die Mods kenne, wo man Gold braucht. Wir haben so viele Pfeile schon im Körper. Oh Gott, was ist das für ein Loch? Das ist ja Wahnsinn. So, wieder nach oben, bitte. Das Klosettendor-Loch. So. Schön. Jetzt wieder weg. Wieder da hoch. So, da können wir noch rein. Was haben wir denn hier? Eine Zombie-Armee. Eine Zwei-Mann-Armee, okay. Aber die kommen jetzt wieder von allen Richtungen. Das Prinzip mag ich jetzt auch nicht so gerne. Naja, na gut.
So. Workbench hin. Ja, aus Eisenbahn. Haben wir mal wieder zwei. Ich bin so einer, der sparsam mit Diamanten umgeht, dass ich dann unverzaubert keine Diamanten, nicht mal Haltbarkeit vergeuden will. Nicht, weil ich irgendwie süchtig nach Diamanten wäre. Ich bin eigentlich ein YouTuber, also ein, ja, ein allgemein Minecraft-Spieler, der überhaupt nicht süchtig nach Diamanten ist. Einfach sie natürlich praktisch finde. Sondern, weil ich eben für die Rohstoffe, die selten sind, einfach sehr bewusst umgehe. So. Oh, wir haben so viel hier zu entdecken, das ist gigantisch. Hm, da haben wir noch ein Skelett. Komm. Nein, komm du einfach hier hin. Die sind so nervig, die Skelette. Die haben Turbo-Modus und alles. Die können einfach alles treffen. So, noch ein Skelett und ein verzaubertes dazu. Hm. Hier irgendwo ein Dungeon zu finden. Boah. Ah, hallo, Hölle. Hm. Ja. Andere Seite. Andere Seite. Na gut. Kalkstein. Das ist sehr spannend hier. Ah. Besuch von Creeper. Die Außerirdischen sind hier. Ja, es sind auch grüne Männchen. Marsmenschen. Hm, da oben. Ja. Noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Dann gehen wir an die Oberfläche. Was sicher auch wieder dunkel ist, aber eben, es sieht nur so dunkel aus. Es ist, muss ja nicht sein. So, wir sind hier auf 54, dann geht es ja nicht weit bis nach oben. Noch 10 Meter oder so. Wir sind gleich mal unter einem Sumpf, ja. Unter dem Sumpf, den wir da haben. Dolomit! Es gibt Dolomit. Cool, cool. Ah, guten Morgen. Was nicht ist, kann ja mal werden. Ja, na toll. So, schlafen wir. Könnte gleich mal sterben, alle außer Creeper. Die Creeper überleben natürlich und die Spinnen. Hm. Ah, wieder was. Zum Reinlegen, gut. Nächster Rucksack. So. Ein Knochen. Einfach mal ein Knochen. Hm. Aus einem Stein wahrscheinlich. Weiß ja der Underground. Biomes-Mod ist. So. Gib mir mal ein bisschen Erde. Geht das auch besser. Ja. Nehmen wir ein paar Sumpfblumen mit. Ich mag die so sehr. Die muss ich immer mitnehmen, wenn ich sie sehe. So. Weil sie sehr gut zu Schwarz passt. Und zu Rot, zu Grün passt. Passt einfach so richtig gut.
So, da geben wir alle Schleims, bitte. Hochgehen, alle Schleims, bitte. Nicht so abwechslungs... also, Zwischenpause. Gut. Der Zombie, der kann leben. Ja, das ist die falsche Richtung. Okay. Wir müssen wieder nach Norden. Oder nach Süden. Genau, es ist Süden. Ja, mit der Orientierung ist es halt schwer mit rotierender Map zu spielen, aber ich mag es nicht, wenn immer alles nach Norden schwer. Soll ich mit Common Read, aber das sieht so einladend aus, ich will sie mitnehmen. Aber ich nehme es jetzt mal nicht mehr. Weil viele Sachen kann man einfach nichts draus machen, dann sind sie extrem unnütz. So. Nehme ich auch mal einen Eukalyptusbaum mit. Und von dem der Mittler. Wir haben ja genug Platz im Winter, dann nehmen wir die doch mit. Oh, nervig. Echt nervig. Nur ein Setzle. Ja, das sieht sowieso hässlich aus jetzt. Gut, danke schön. Oh, der wird schwer. So, der. Eine Seite haben wir schon mal. Und jetzt auf die andere Seite. Mal auf die Seite hier. Weil es ja drei so Äste hat. So, geht doch einfach und ist auch nicht so langweilig. Und die. Na, haben wir das schon? Ja, wir haben es noch nicht. Da geht's weiter nach oben. Haben wir noch irgendwas zum Bauen? Ja, komm. Eigenes Holz. So. Aber richtig schön gemacht. Da kann der Baum auch ein bisschen schwerer zum Abbauen sein. Ich komme da nicht drüber. Aber jetzt. So. Verschwinde Holz. Blätter. Genau. Sehr schön. Supi, supi, supi. Gut. 5. Mehr, noch mehr. Okay, dann gehen wir wieder weiter. Hier haben wir noch Kühe, nö. Goldbrackas, Flachs. Oh, die muss man nach unten ab. Ah, das ist nervig. Trespe, nö. Aber Flachs, da kann man sicher Schnüre herstellen, Seile, solche Sachen. Cool. Da haben wir Flachs. Ja, das müssen wir merken. Die kann man nicht so abbauen. Ach, komm schon. Wir haben keine Schere dabei. Müssen wir ein anderes Mal holen. Okay, wenn die gar nicht abbaus, also mit der Hand abbaubar sind, dann kann man nichts machen. Habt ihr jetzt Eier gelegt? Ich brauche doch mal ein paar Eier. Nö.
Gut, dann rennen wir nach Hause. Da ist unsere erste kleine Höhle, die wir gesehen haben, Bart. Jetzt sind wir schon wieder zu Hause. Ja. Da haben wir auch Flachs. Da auch. Können gleich mal die Schere holen, das Flachs. Mal abschneiden. Also es wird sicher gehen. Und ob wir dann etwas herstellen können, wird wahrscheinlich es zeigen. So. Haben wir was zum Anpflanzen von Data Seeds? Kommen wir mal Pineapple. Dann müssen wir die da anpflanzen. Weil dort wird nur Weizen angepflanzt. So. Und zwar da und ja toll. Da. Und dafür das Weizenkorntopf anpflanzen. So. Gut. Also, dann holen wir die Schere. Sodele und Schere mitnehmen. Da. Rennen. Turbo Speed Mode. Kurz schauen. Auf die Uhr. Ja. Part wird jetzt zu Ende sein. Damit der nicht zu lange wird. Also gleich mal kurz schauen und dann verabschieden. So. Baum so plenty. Ja. Das ist wirklich zu nichts gut. Also, ich bedanke mich fürs Schauen dieses Bades. Die nächsten kommen so bald wie möglich. Und, ja. Lasst euch mal überraschen, was es im nächsten Paar gibt. Ich gehe jetzt erstmal schlafen und, ja, wünsche euch auch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Auf Wiedersehen. Tschüss.